Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video, beziehungsweise ja, zum zweiten Video, meinen sagen wir zum ersten Video über den Bautagebuch von dem Fahrzeug, was wir schon im ersten Video, beziehungsweise im nullten Video kennengelernt haben von den O550. Heute geht es darum, dass wir schon die ersten Grundlagen kennenlernen, was wir vorher beim Fahrzeugbau benötigen. Und ich schwinge mich gleich mal in den Internetbrowser, weil wir ja da einige Informationen benötigen. Ein sehr wichtiger Bestandteil ist bei dem Fahrzeugbau, beziehungsweise allgemein Busbau, Zügebau oder Auto, dass wir einige Skizzen bzw. sogenannte Blueprints benötigen. Es gibt verschiedene Blueprint-Seiten, zum Beispiel theblueprints.com, da kann man kostenlose, aber auch für ein wenig Geld Skizzen kaufen. Die Skizzen sind halt so zu verwenden, dass man sie in Blender einladen kann. Und dann halt nachziehen. Das werden wir alles dann schon in dem zweiten Video oder zum dritten Video, schauen wir mal, kennenlernen werden. Ganz wichtig ist dazu, dass es einer Vektorgrafik meistens Geld kostet. Aber wenn wir zum Beispiel auf diese Blueprints Database gehen, kann man auf Buses und zum Beispiel auf den Mercedes-Benz gehen. Da haben wir verschiedene, ja, wichtige Daten. Zum Beispiel Front, Top, Wide, Side. Es ist immer wichtig, dass alle möglichst vorhanden sind. Zum Beispiel bei den Travego 2007 gibt es von allen Seiten ein Foto. Das kann man sich dann zum Beispiel runterladen und dann hat man eine Skizze. Und was ganz wichtig ist, wie gesagt, dass es halt so von allen möglichen ist. Bei einer Vektorgrafik sind meistens die Auflösungen höher, aber auch mit Masten meistens. Hier zum Beispiel fehlt eine Seite, aber zum Beispiel, das kostet hier 13 Euro und das muss man halt wissen, ob das einem wert ist. Dann gibt es smcars.mat, das ist eine kostenlose eine kostenlose Seite, wo man Skizzen runterladen kann. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchschauen. Alle Links sind in der Beschreibung. Hier zum Beispiel ein Archiv. Da kann man zum Beispiel auf M und dann kann man hier auf MAN drücken. Wo ist er? Hier ist MAN. Da gibt es zum Beispiel Autos, aber auch Feuerwehrautos, normale Busse, zum Beispiel vom SL200. Da gibt es aber noch bessere Skizzen. Da müsst ihr euch schon mal durchklicken. Was es denn noch gibt, das ist das Model Copy. Das ist eine kostenpflichtige Seite. Da könnt ihr auch zum Beispiel Skizzen runterladen, aber auch Modelle. Aber die Modelle sind halt nicht so der. Ja, man sieht halt nicht die Modelle da, man kann sich die vorher nicht anschauen. Deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch dahinter. Aber an sich kann man ja mal reinschauen. Zum Beispiel bei den MAN kosten meistens die 37,50. Und hier kann man sich zum Beispiel ein Modell mal anschauen. Das ist dann halt schon fertig. Es gibt aber auch Skizzen, die kosten dann so zwischen ja, 7 und 8 Euro, könnten aber auch bis zu 13 Euro kosten, je nachdem. Da muss man halt schauen. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Ja, 4 Euro für ein Auto zum Beispiel. Ja, da kann man sich auch ganz einfach mal durchklicken. Bei einer Skizze ist es ja wichtig, dass halt Maße dabei stehen, sonst halt durch Abmaße von realen Bussen. Zum Beispiel habe ich eine Skizze, die habe ich schon gefunden. Das wird in der Mercedes Entrego L sein. Diese Skizze habe ich von dieses SMR Cars oder wie auch immer das ausgesprochen ist, heruntergeladen. Hier sieht man natürlich die Länge des Fahrzeugs und ja, von allen Seiten. Was ganz wichtig auch ist dazu, dass nicht alle Blueprints immer hundertprozentig realistisch sind oder beziehungsweise gut gezeichnet sind, dass zum Beispiel die Front ein bisschen breiter ist als die Seite. Da muss man halt ein bisschen schauen, geht man von den Maßen her, man muss ein bisschen rumklicken, aber das werden wir dann in den nächsten Videos sehr kennenlernen. Ja, jetzt weißt du, was man für Blueprints braucht. Was ganz wichtig auch noch zusätzlich ist, dass man Referenzbilder hat, also zum Beispiel einfach O550 oder jeweils den Bus abfotografieren. Muss man sich halt die Bilder mal anschauen, wie halt die Front aufgebaut ist und. Das ist halt auch sehr wichtig, Referenzbilder.
Alles klar, dann freue ich mich auf euer Feedback und wir sehen uns dann in den nächsten Videos bei mir auf nile-dev.com. Bis bald, euer Nico.